Guten Morgen. Heute schicke ich euch ein paar Grüße aus meinem Garten. Und wir sind zwar räumlich getrennt, ja auch zeitlich getrennt, aber Energie fließt ja auch anders. Vielleicht kannst du das auch gerade jetzt in dieser Zeit besonders spüren, die Verbundenheit zu gewissen Menschen, die Solidarität, alles was jetzt fließt. Und ich wünsche dir und deiner Familie, dass du ja mit Stärke und ja auch mit offenem Geist für das, was jetzt passiert, durch diese Zeit gehst. Und wir und das Yoga-Wiese-Team, also ich und das Yoga-Wiese-Team, wir sind trotzdem aktiv, auch wenn unsere Türen zurzeit geschlossen sind. Wir freuen uns, wenn ihr ja, uns begleitet und wir auch, wie gesagt, in Gedanken oder auch über andere Medien beisammen sind. Ich fühle mich tatsächlich im Moment nicht alleine. Ein Tipp, den ich euch gerne ans Herz legen möchte, ist, ein Tagebuch zu führen. Ich habe mich für das 6-Minuten-Tagebuch entschieden und auch meine Tochter wird ab heute ein Tagebuch führen, ein eigenes Tagebuch, denn das, was jetzt gerade passiert, wird mit Sicherheit auch in die Geschichte eingehen. Und stell dir nur vor, du würdest in 10 oder 20 Jahren dieses Tagebuch aufschlagen. Und selbst wenn du heute noch nicht so darüber schmunzeln kannst, weil du ja finanzielle Sorgen hast, gerade nicht weißt, wie du Homeoffice und Kinder zu Hause haben in Ruhe und Gelassenheit meistern sollst, wirst du ja in diesen 10 oder 20 Jahren drüber schmunzeln. Und das möchte ich dir als erste Aufgabe oder als erste, ja, das, was ich dir mitgeben möchte, an die Hand geben. Ihr merkt, es fällt mir schwer, Worte zu finden. Es ist auch für mich eine aufwühlende Zeit. Ich glaube, jeder von uns muss sich sammeln. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, euch zu begleiten mit 30 Tage Meditation. Und wir werden ja mit Hochdruck daran arbeiten, euch jeden Tag eine kleine Meditation an die Hand zu geben. Und für heute gebe ich dir die erste Meditation. Nimm dir eine Matte, ein Handtuch, eine Picknickdecke, wenn du die Möglichkeit hast, ins Freie zu gehen. Dann lass dich von der Sonne bestrahlen oder aber auch, wenn du irgendwo drinnen sitzt, dann nutze auch diese Gelegenheit, schließe deine Augen für einen Moment, mach das jetzt, genau jetzt. Atme tief durch die Nase, lenke deinen Atem ganz bis nach unten. Vielleicht hängt er irgendwo oben fest, du fühlst dich noch etwas eng und kurzatmig. Du lass deinen Atem länger und tiefer bis nach unten fließen, bis zu deinem Wurzelchakra, bis in deinen Beckenraum. Und alles, was jetzt so an Gedanken, an Aufgewühltsein oben hängt, in deinem Geist, lasse es mit jedem Ausatemzug nach unten fließen. Lenke mit jedem Ausatemzug alles Schwere oder alles, was noch oben festsitzt, tief nach unten. In deinen Beckenraum und in die Erde. Spüre dabei, wie du wieder mehr
und festen Kontakt zur Erde bekommst. Egal, wie sich draußen die Welt weiter dreht oder wie turbulent es gerade in deinem Kopf ist, lasse alles, was dich beschäftigt, nach unten in die Erde fließen. Nimm wahr, was dabei sich in dir verändert und dann vertiefe. Atemzüge wieder. Nimm diese kurze Morgenmeditation oder gerne kannst du sie auch als Abendmeditation ausführen mit in deinen Tag oder in deinen Abend. Und ja, ich freue mich auf 30 Tage mit dir.